Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Commentary-Video zu dem Thema, warum Battlefield 5 so schlecht angekommen ist, also welche Fehler Battlefield 5 gemacht hat. Wir sind hier in Day of Infamy aus dem Grund, weil ich mir Battlefield 5 nie gekauft habe. Aber fangen wir mal an, und zwar ist das hier quasi ein Appendix, also dieses Video baut quasi auf dem Video, was Pikachu und AK-47 gemeinsam haben, der Pokémon-Effekt. Allerdings erstmal zu einem anderen Thema, und zwar zum Finanzierungsmodell. Und das erste, was ich finde, was Battlefield 5, wo sich Battlefield 5 richtig verspekuliert hat, ist das Finanzierungsmodell. Und zwar war das angedacht als Vollpreisspiel, allerdings mit einem Skinshop. Und wie die auf die Idee gekommen sind, das kann ich mir zwar nur ausmalen, allerdings bin ich mir relativ sicher, dass das wahrscheinlich folgendermaßen abgelaufen ist. Und zwar hat man sich geguckt, okay, welche Spiele scheffeln gerade ordentlich Kohle. Und dann hat man natürlich gesehen, Fortnite macht gerade die meiste Patte. Und dann hat man sich angeguckt, wie finanziert sich Fortnite. Fortnite ist Free-to-Play und hat einen Skinshop. Und dann haben sich die, wahrscheinlich nicht die Entwickler, sondern wahrscheinlich eher die Aktionäre gedacht, dieses gleiche Konzept möchten wir für unser Spiel auch haben, denn wir wollen ja auch haufenweise Patte. Haben allerdings dabei einen wichtigen Aspekt vergessen, und zwar Fortnite hat einen ganz anderen Artstyle und eine ganz andere Lore als so ein Zweiter Weltkriegsspiel. Und in Fortnite Skins zu verkaufen an die Spieler ist überhaupt kein Problem. Fortnite ist super bunt und die meisten wollen halt super bunte Skins und wollen halt nicht mit diesen anfangs Gammel-Skins rumspielen, wo man... Ich habe das ja ein bisschen gespielt, wo man sogar zufällig, also wo zufällig entschieden wird, ob man eine Frau ist oder ein Mann, das will ja keiner. Also Fortnite-Spieler, die wollen schon mindestens irgendeinen Skin haben, der dann cool aussieht und schön bunt ist. Allerdings, Skins in einem Zweiten Weltkriegsspiel zu verkaufen, das ist was ganz anderes. Das geht nämlich nicht. Du kannst nicht ein Zweites Weltkriegsspiel anreichern mit bunten Lamas. Das geht nicht. Im Zweiten Weltkrieg waren die Uniformen relativ gleich, also relativ einheitlich pro Fraktion. Die Deutschen größtenteils grau, die Amerikaner größtenteils so ein bisschen khaki-grün. Natürlich gab es so kleinere Varianten. Also die Deutschen hatten dann auch als erstes, also die Deutschen hatten dann auch relativ früh Tarnmuster und sowas. Aber sowas kauft keiner. So andere Uniformen. Es gibt zwar Spieler, die relativ gern Uniformen mögen und so weiter, denen man sowas auch ohne Probleme verkaufen kann. Allerdings die breite Masse, die kriegt man damit nicht. Denn solche Skins haben auch einen relativ großen Nachteil. Das hat man zum Beispiel gesehen. So, ich schlüpfe mal in den rein. Das hat man zum Beispiel gesehen in Rising Storm 2 Vietnam. Rising Storm 2 Vietnam hatte als Hardcore-Spiel, als es rausgekommen ist, keine Feind-Freund-Markierung. Das heißt, es gab keine Embleme über Freunden und Feinden. Und man musste selber rausfinden, ob das gerade ein Vietnameses oder ein Amerikaner. Allerdings hat dann irgendwann Rising Storm 2 Vietnam auch so eine Art Skinshop eingefügt, wo man sich dann so neue Helme und neue Ausrüstung, also neue Uniformen kaufen konnte. Und dann wurde es schwieriger, Spieler, also Freunde von Feinden unterscheiden, und dann musste Rising Storm 2 Vietnam auf Druck der Community Embleme einfügen, die es vorher im Spiel so gar nicht gab. So, und deswegen ist meiner Meinung nach einfach Battlefield 5 schon kommerziell gescheitert, weil die halt nicht genug Spieler gefunden haben, die sich wirklich diese Skins gekauft haben. Denn wozu sollte man sich im Zweiten Weltkriegsspiel einen Skin kaufen? Das ist einfach nicht die Käuferschicht dafür. So, dann kommen wir aber zum nächsten Thema. Und zwar zum Thema, was Battlefield 5 inhaltlich falsch gemacht hat. Und zwar, dazu kommen wir jetzt, also nochmal den Verweis auf mein Video, was AK-47 und Pikachu gemeinsam haben. Und zwar sieht das so aus, dass halt der Zweite Weltkrieg ein relativ enger Kanon ist. Deswegen, weil der Zweite Weltkrieg... Fallback und... Ach, ich soll Reinforcements holen. Und zwar deswegen, weil der Zweite Weltkrieg relativ bekannt ist. Und zwar, die meisten kennen den Zweiten Weltkrieg und wissen, welche Waffen vorkommen. Und der Zweite Weltkrieg hat auch in Anführungsstrichen Fans. Und diese Fans, die stößt man vor den Kopf, wenn man ihnen wichtige Sachen aus dem Kanon nicht gibt. Um nochmal zum Vergleich zu Pokémon zu kommen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Pokémon-Spiel macht, also neues Pokémon-Spiel, und dann sagt, ja, allerdings von den Ur-Pokémon, von den 151 Ur-Pokémon, sind nicht alle dabei, dann werden die Fans sauer. Und genau das ist ja auch bei Schwert und Schild passiert. Man hat gesagt, es sind nicht alle alten Pokémon dabei, und das gab einen Aufruhr. Deswegen... Weil halt alle Angst hatten, dass ihr Lieblings-Pokémon nicht dabei ist. Und psychologisch sind Pokémon gar nicht so weit von Waffen entfernt. Und zwar hat Battlefield 5 in meinen Augen den Fehler gemacht. Und zwar hat man erstens komische Prototypen ins Spiel geholt, obwohl noch nicht alle Klassiker dabei waren. Man kann nicht einfach ein Zweitweltkriegsspiel machen und sagen, ja Spieler,
Genau, wir müssen zurückfallen. Ja, Spieler, ihr kriegt jetzt Klassiker nicht, zum Beispiel die PPSH bekommt ihr einfach nicht. Dafür bekommt ihr hier eine SIG KI-7. Und dann denken sich die meisten Spieler, oh kacke, das ist ja mein Liebling gar nicht dabei. Und genau das ist halt der große Fehler, den Battlefield 5 gemacht hat. Und zwar irgendwelche komischen Prototypen von Waffen ins Spiel bringen oder Waffen, die nicht wirklich jeder kennt, dafür aber Klassiker rauslassen. Das sollte man nicht machen. Man kann natürlich Prototypen ins Spiel reinholen. Also es ist ein Gegner, man kann... Nein, ist er nicht. Ups. Man kann natürlich Prototypen ins Spiel bringen, allerdings erst dann, wenn man die ganzen Klassiker sozusagen abgefrühstückt hat und der Grundkanon schon vorhanden ist. Und genau das, ich hatte da eine Diskussion drüber, genau das ist der Unterschied zu Battlefield 1, also Battlefield 1. Das hatte auch relativ viele Prototypen. Dazu muss man aber sagen, dass halt der Erste Weltkrieg in den Augen der Spieler noch nicht so einen dichten Kanon hat. Das heißt, den Ersten Weltkrieg, den kannten vor Battlefield 1 nur sehr, sehr wenige Spieler überhaupt. Und deswegen war es halt in Battlefield 1 möglich, ganz viele komische Prototypen ins Spiel zu bringen, weil halt niemand Klassiker vermisst hat. Also die wenigen, die irgendwelche Klassiker vermisst haben, die sind wirklich extrem in der Minderheit. Autsch. Und besonders auffällig war das auch bei den Schlachtfeldern. Und zwar ist Battlefield 5 ja angetreten mit der Prämisse, komm, wir zeigen mal Schlachtfelder, die man so noch nicht gesehen hat. Das ist in meinen Augen ein großer Fehler. Man kann nicht irgendwelche wichtigen Schauplätze einfach rauslassen. Zum Beispiel den D-Day. Den D-Day gibt es ja bis heute nicht. Stalingrad fehlt und so weiter. Und dann dafür solche Sachen einbauen wie Norwegen. Das hätte man machen können, wenn es vorher schon ein Battlefield im Zweiten Weltkrieg gegeben hätte, kurz vorher, was dann alles abgefrühstückt hätte. Wenn zum Beispiel hergegangen wäre und hätte gesagt, okay, Battlefield 5, das ist jetzt das typische Zweite Weltkriegsspiel mit allen Klassikern dabei, also allen klassischen Schlachtfeldern, allen klassischen Waffen, kein Problem. Und jetzt, nachdem wir sozusagen die Klassiker alle abgefrühstückt haben, jetzt gehen wir nochmal her und machen sowas wie Battlefield 5.2 und jetzt machen wir ein Spiel mit ganz vielen Prototypen oder eher unbekannten Waffen und mit Schlachtfeldern, die vielleicht noch keiner kennt. Das hätte eventuell gut funktioniert, aber so wie man das gemacht hat, nach Jahren das erste Mal ein Zweite Weltkriegsspiel rausbringen und dann fehlen wichtige Waffen und Schauplätze, das hat nicht wirklich gut funktioniert. Und zudem halt noch das völlig banane Finanzierungsmodell, wo man sich gedacht hat, dass man Zweitweltkriegs-Fans, in Anführungsstrichen, halt bunte Skins verkaufen kann. Man hätte das eher über Premium machen sollen. Also die Fans von... Natürlich sieht es natürlich auch so aus, dass man halt in Anführungsstrichen den Fans vom Zweiten Weltkrieg auch Sachen verkaufen kann, aber den kann man dann eher neue Waffen und Panzer verkaufen. So, dann habe ich mich aber wahrscheinlich schon zweimal gedreht mit der Erklärung. Das ist auch nur so ein schnelles Ad-Hoc-Video, weil halt, damit das Video rauskommt, solange das Thema noch in Anführungsstrichen frisch ist. So, dann würde ich allerdings auch sagen, dann habe ich soweit auch alles dargelegt. Also ihr könnt ja sagen, dass ihr müsst ja jetzt nicht unbedingt meine Meinung sein, ist auch, ist jetzt natürlich nicht alles hundertprozentig alles bewiesen und begründet hier mit meiner Ausführung. So, dann würde ich allerdings auch schon sagen, dann war es das soweit. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Dann denkt an das Algorithmus-Tierchen, dieses ernährt sich von Likes, Teilungen, Kommentaren, Ansichten auf Fernsehern und zum Glück nicht von meinem Instagram-Account, der muss nämlich gesondert, also es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der gesondert abonniert werden würde. Dann würde ich mich noch ganz herzlich fürs Zusehen bedanken und ja, bis dann.